schnell die erste Runde sicher machen oder es geht dann komplett. Ja, das ist die große Frage. Jetzt haben wir erstmal einen ganz normalen Standardaufbau. Über dem B wurde erstmal so ein bisschen angegangen, wird man wahrscheinlich gleich auch Richtung Mitte noch stolzieren. Zwei Stück auf dem A abgestellt, da wird man jetzt gleich den ersten Kontakt bekommen. Es soll der klassische Fake sein. A, Fake, B, Go. Ob das aufgeht, das wird sich jetzt zeigen. Da hat aber Shox kurz mal eine Bombe rausgehauen. Die USPS sei Dank und Apex, der hat da noch nicht den Fokus und Config ist da schon weit durch und der kann da ungesehen durchkommen und macht den Frag gegen Shox. Der Refrag sollte jetzt sitzen, aber mit Problemen kriegt man mit Salvu trotzdem ihn hin. So, jetzt geht's auf den Spot. RPK von der Seite, sauberes Aiming. RPK, zwei Klicks rausgeprügelt und der letzte könnte auch noch sitzen, aber JKS hat noch eine passende Antwort dazu. Vielleicht noch möglich. Nein, Salvu beendet es 1:0. Der Spielstand für Team Vitality. Ja, und so schnell ist das Ding schon wieder vom Tisch. Aber das ist auch der Faktor, ne? Bei Vitality mittlerweile, klar, Salvu ist immer so der Aushangspieler, der Aushängespieler, aber jeder kann etwas da leisten. Ja, das ist natürlich jetzt auch ganz bitter gelaufen. Man hat kein Plant bekommen. Der Fake lief gar nicht schlecht, meiner Meinung nach. Man hat einen Frag bekommen, aber dann wurde man halt einfach von zwei Seiten halt eben direkt gefaced und es ist direkt der Refrag gekommen. Und ja, wir starten mit technischen Problemen. Ja, Hammer, Hammer. Das hat hier, Lux hat da erstmal schön gegen den Rechner getreten. Deswegen haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen Verzögerung. Aber so können ja, wir hallo, der First Frag war auch nicht auf die Vitality-Seiten. Da muss man auch mal, Hallo sagen. Ich glaube tatsächlich, der Frag, den Shox da rausgeprügelt hat, der hat wahrscheinlich erstmal den kompletten Monitor zertrümmert. Also mal gucken. Technical Pause nach einer Runde, wow. Ja, aber kann ja natürlich auch die Witterung sein, ne? Pass auf, gleich lesen wir auf Twitter, dass er wirklich einen neuen Monitor braucht. Na, hör auf. Ja, tatsächlich, liebe Freunde, Wetterchaos in Deutschland. Ich habe gerade eben auch für einen Weg, wo ich normalerweise so bei strammen Schrittes 28 Minuten brauche, habe ich heute auch über 40 gebraucht. Also es ist wirklich, hier ist richtig Eskalation. Selbst die Havel ist zugefroren zum Teil. Noch nie gesehen sowas. Kannst du abkürzen, einmal kurz rüberrutschen, ne? Ja, ja, warte kurz. Ich habe auch überlegt, soll ich da mal kurz mit der Eisscholle drüber gleiten? Dann dachte ich mir, lieber nicht. Man weiß ja nicht, wo es hingeht. Oh, schnelle technische Pause. Also, rein geht's in die zweite Runde. Wir blicken natürlich darauf, wie viel gekauft worden ist. Fünfmal Deagle und diese Pocket AWP, die hat schon oft zum Sieg geführt. Ja, das sagst du richtig und es geht auch direkt Mitte und da wartet eben Apex, der wird hier aber erstmal nochmal ein bisschen abgesmoked, entleert er kurz seinen M4, A4, Mac und findet er erstmal keinen und dann gibt es den Runboost rüber in die Mitte. Ja, Runboost immer wieder schön fürs Auge, ob es natürlich fürs Köpfchen wird, das ist die zweite Frage. Misuta mit der richtigen Waffe kann da natürlich sehr gut auf Nahdistanzen Richtung B-Ausgang punkten. Jetzt auch hier das Ganze noch etwas verzögerter von Complexity. Die hoffen natürlich, dass Team Vitality sich so ein bisschen zeigt, ein bisschen reinnimmt und dann die One-Shots ermöglicht. Ja, Zaiwu pre-fired da so ein bisschen, findet aber keinen. Damit geht diese Runde hier so ein bisschen langsam vor und man rotiert in Richtung B. Das Ganze soll hier übers Apps und halt eben vielleicht nochmal late über kurz gehen und da geht man leise durch und das ist ein richtig guter Weg da auf kurz. Ja, jetzt vielleicht eine Flashbang noch hinterher und dann heißt es hier erstmal halten und Misuta macht den ersten. Wie viel kann er rausholen? Das sehen wir jetzt. Boah, zweiter und jetzt den dritten auf kurz, wächst auf QSP und kann da aber nicht Blame After killen. Und der ist jetzt hier mit der Deagle Last Man Standing, fällt aber instant gegen Shox. Es ist das 2:0, wieder kein Plant. Crisp clean, ladies and gentlemen. Ich hab's gar nicht im Hintergrund gesehen, ob bei Misuta da auch Schnee lag auf dem Bäumchen. Aber auf jeden Fall hier erstmal sauberes Aiming, hält damit das Ganze auch eiskalt, passend zum Wetter. Und jetzt haben wir die Vollspar, beziehungsweise Blame F, der kann es sich nicht sein lassen, dann auch so ein bisschen Proteinpaket in seine Hände zu packen. Auch Config mit Deagle und der Rest mit P250. Mann, jetzt kommt auch direkt die erste Venom-Floskel, man hat auch schon mit weniger Runden geholt. Ja, man darf da wirklich nie das leicht sehen. Es gibt auch noch aggressiven Nate, der Push kommt sogar von Zaiwu. Ah, da versucht er gleich ein bisschen Geld. Die Flash sollte kommen gleich, die Support-Flash kam. Und es sieht rum. Ersten Kill, Config, zweiter, Poison down. Und damit ist Jan da schon in der 3 gegen 5. Ja, super gute Dynamik jetzt aufgebaut. Nochmal ein Headshot gegen Apex gesetzt, aber die HE-Granate kommt hinterher. OKE wünscht man sich da noch aus alten Warcraft 3-Mod-Zeiten. Aber das Potenzial konnte man hier jetzt erstmal nicht abrufen. Bombe wird gepickt, die hat man jetzt bekommen. Das auch erstmal gratis. Man hat bei Vitality auch nicht wirklich was zu verlieren. Sollen sie halt kommen, sollen sie sich ein bisschen aufbereiten nochmal und am Ende eventuell gegen das Aufgebot zu setzen. Ich würde mich jetzt auch akkumulieren, nicht wirklich auf einzelne Picks gehen, sondern lieber auf Refrag verhalten, aber man steht bei Complexity doch recht weit auseinander. Ja, man bringt sich ein bisschen mehr in die Position zusammen. Jetzt gibt es hier nochmal gleich
die zwei Mann einer mit einer Mitte und einen halt eben unten durch den Underground. Aber das Ganze lässt sich hier Team Vitality erstmal nicht nehmen. Die peaken hier wirklich selten. Shox ist gerade mit für ein Info, aber da konnte man kurz durchschleichen. Also der erstmal Kontakt haben und der wird, denke ich mal, auch kurz sein. Sieht er jetzt gleich die kurze Spitze und dann nimmt er den Spieler hier raus von der Seite. Weiß natürlich, dass er jetzt angegangen werden kann. Da kommt noch was nach Shox mit dem zweiten. Und Saibu sagt, nö, 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 mein Lieber. Ich brauche was für die Statistik für den Weltranglisten ersten Platz. Und das 3:0 ist eingetütet. Erste Waffenrunde folgt zugleich. Ja, das ist hier nochmal schön zu sehen. Support Flash Shox zeigt mal, dass er nicht nur umdrücken kann hier auf dem Server, sondern auch mit der Utility halt eben wirklich 1A am Start ist. Ja, 3:0 Start. Jetzt kommt wirklich eine sehr wichtige Waffenrunde und das ist jetzt wirklich schon mal so eine kleine Vorentscheidung. Ja, die Waffenrunde ist wirklich immer maßgeblich. Vor allen Dingen keine AWP auf Attackers Side. Auch auf der Defenders sehen wir keine AWP in ihren Händen. Super viel Pace, aber Blame F hat schon bestraft. Mal gucken, wie viel er rausholen kann. Boah, Config ist so weit vorne schon. Das muss man erstmal hier checken. Und der geht durch die Smoke. Wie dreist ist das denn jetzt hier? Oh, und der bleibt sitzen. Hey, der hat's gehört, ne? Da ist der Kill, aber direkt der Refrag. Und dann kommt man hier von kurz nochmal rein. Misuta hat den Fokus links nicht drauf, gibt den Refrag, aber APK ist da noch zur Stelle und somit ist es eine 1 gegen 3. Problem F, kann er nochmal die HE-Granate dodgen, aber würde es natürlich auf Gesicht gehen. Der braucht Protein, der braucht natürlich ein paar Seelen, die er da nochmal aussaugen kann. Die Flashbang ideal, hat sich aber trotzdem noch relativ schnell verziehen können, ohne dass er gesichtet wird. Und das könnte jetzt ihm perfekt das Sci-Fenster ermöglichen. Mal gucken, wie viel er rausholen kann. Und der Mann, genauso wie er unten auf dem Bild schaut, so schaut er auch gerade vorm Rechner. Aha, Shox. Der ist da auch nur am Abwarten, also man spielt hier sehr, sehr sicher auf Seiten von Team Vitality und ja, es wäre noch schön, vielleicht noch ein oder zwei Spieler rauszunehmen und dann vielleicht die Runde sogar noch offen zu machen, aber es kommt jetzt hier auf das Duell an und er hat erstmal keinen Fokus und dann ist es der Frag, es ist das 4:0. Und ja, wenn so, im Moment ist es noch eine einseitige Partie. Kleine Frage, das ist eine klare Richtungsangabe, auch so die erste Waffenrunde zu holen. Das bietet natürlich jetzt auch wieder das Potenzial, die eine oder andere hinterher zu räumen. Und gute Stimmung, ne? Sehr gute Stimmung. Also gerade ein Saibu, wenn der mal so viel lacht, ist auch ein relativ seltenes Bild. Aber der hat gerade richtig Spaß. Also eventuell verbieten sie ihm auch Fracks zu machen oder sowas. Und ihr denkt, ja, ihr könnt ja trotzdem gewinnen, so, ne? Gucken wir mal. Ich glaube, wenn er lacht, ist das immer schlimmer, als wenn er sauer ist, oder? Ich glaube, man will ihn ja eher sauer haben. Habe ich den mal jemals sauer, also so richtig sauer gesehen? Also ich finde, bei ihm sieht man eigentlich immer nur ein neutrales oder so ein niedliches Gesicht. So, ach, oh, ich bin halt der weltbeste Spieler. So, und dann macht er jetzt kurz mal mit seiner AWP das. Also wenn wir ihn hier schon mal zweimal kurz rumgepiekt. APK findet einen Apex hinterher und dann ist es hier nur noch auf dem F und der ist down. Denn Shox kommt hier auch nochmal rum mit seiner M4. 5:0 Start. Das war wieder mal eine Runde, die es in sich hatte. Ja, keine Frage. Also das ist auf jeden Fall auch wegweisend, richtungsangebend und das Team von Complexity muss sich jetzt endlich mal befreien aus dieser Situation. Aber wir haben schon ganz andere Ergebnisse bzw. Vorlagen gesehen. Leider Gottes auch aus deutscher Sicht zuletzt eine sehr negativ Beispiel, wo man 9:0 auf Overpass gegen NIP gestartet ist und sogar mit 15:7 in Führung war. Am Ende hat es nicht gereicht. Man hat in der Overtime noch verloren. Also von daher in Counter-Strike noch lange nichts vorbei, bis nicht die letzte Runde gespielt ist. Ja, ich glaube, da war auch so ein Jinx dabei, wenn ich das richtig erfahren habe. Ja, Hedge-Jinx-Ski, genau, richtig. Ja, das müssen wir nochmal für die ganzen Zuschauer hier erklären. Und Wash, der zeigt nochmal, warum er sich so nennt. Der geht davor, Shox instant down, Saibu nur mit dem Refrag. Und da piekt man, man macht auch kein Refrag gegen Saibu, siehst du das? Normalerweise richtige Reaktion, instant zu refragen. Aber an dieser Position und vor allen Dingen mit diesem Winkel kannst du es dir gegen einen Saibu nicht erlauben. Apex, der riecht die Angst von Config. Oh, was ein Timing, du rechnest nicht damit, dass da jemand steht. Aber dann ist auch Apex ein wenig überrascht. 3 gegen 3. Ah, die Auk hier, Barbie. Ich finde sie immer noch eine starke Waffe, aber hier in diesem Duell gegen Config ist man im Moment in Problemen und Config kommt durch. Ja, er sucht und findet. Oh, da sieht er ihn, gibt ihm sogar nur die Informationen. Schau mal, wie viel Zeit er sich lässt. Den hat er wirklich mit Genuss, Slow Eating, einverleibt, den guten Herrn. 2 gegen 3 Situation. Blame F und JKS müssen sich bündeln, müssen jetzt irgendwie natürlich die Entries setzen. Vor allen Dingen Team Vitality, die sind schon heiß, die sind on fire. Und was die brauchen, ist eine frische Blame F-Wurst auf dem Grill. Ja, das muss er jetzt hier einmal kurz gegen Saibu einfach das mieseste Brett jetzt hier geben. Aber Saibu, der ist da schon ab Aim. Der hat den richtigen Riecher. Und es kommt auf dieses Duell jetzt hier nochmal an. Bei 30 Sekunden. Und es ist Saibu, der hier als Gewinner rausgeht. Und somit ist es eine 1 gegen 3 Situation. Und man geht all in.
kurz durch. JKS tatsächlich einer meiner All-Star-Spieler. Wenn ich ein All-Star-Team machen würde, würde ich ihn als Rifle verwenden. Hier sehe ich aber trotzdem relativ wenig Chancen für ihn, wie er das hier noch rausnehmen soll. Und dann sitzen die Shots auch nicht perfekt. 6:0 der Spielstand, immer noch bisher eine flawless Halbzeit für das Team von Vitality. Mal gucken, wie lange man sich das hier auf jeden Fall noch durchsetzen kann. Und der einzige Vorteil, wenn man so viele Runden in Folge auf Terrorseite verliert, man hat irgendwann mehr als genug Geld. Und dann sehen wir es nochmal von eben. Ja, deswegen wussten sie, dass er durch ist. Oh, das ist ja. Es ist so geil, dass sie das machen können, dass die Smoke. Also sah jetzt nur für uns ja, dass die Smoke so gefadet ist. Ja. Für die Spieler war sie ja voll da. Und dann denkt man nur so, ah, was da wirklich immer alles passiert. Ist bei echt der Flash. Nice, aber. Ja. Ist echt ein nice boah, Richtungswechsel. A. A geht man mit allen Mann vor und guckt sie es an. Ja. Team Vitality mit 3 auf B. Einfach Matchmaking-Call. Can you throw Smoke A? Yes, I can. Und dann ging's los. Also, mal gucken, wie viel rausgeholt werden kann. Shox an einem langen Rohr. Und der muss jetzt ordentlich punkten. Und die Utility kam erst spät rein. Die hat auch nicht wirklich viel Damage gemacht. Und jetzt ist Rush hier vorne. Und der Plant allein in dieser Runde ist so wichtig für Complexity. Und der Bang, der geht da vorbei. Und es kommt nochmal die Support-Flash. Config holt sich den ersten und jetzt Saibu mit den nächsten. Ja, aber das war ein super schöner Push von Config, der das ideale Timing erwischt hat, um Apex dann natürlich zu bestrafen. Jetzt hat man diesen ganzen Window-Bereich schon für sich erschlossen und sie rechnen schon damit. Saibu rechnet sogar noch mit dem Backstabber, will der jetzt einfach nur vom Kurzbereich unterstützen. Und langsam aber sicher sollte er trotzdem mal seinen Rucksack packen und in Richtung A-Spot manövrieren. JKS, RPK hat ihn nochmal rausgenommen und jetzt kommt Saibu mit dem idealen Timing und kriegt ihn nicht. Wie unlucky war das denn jetzt? Und Shox allein auf Spot nimmt den ersten, wechselt die auf die P250, aber er kriegt von der Seite von der MAC-10. Es ist die erste Runde und außen dem nix. Einfach mit einer Tech-9 durchgerannt, die Bombe gelegt. Übel viel Glück natürlich, dass man da halt eben den Plant auch durchbekommt. Aber es ist die Runde am Ende. Da war der Arash Bliet, ist aufgegangen, Ladies and Gentlemen. Und somit hat natürlich jeder auch seine Hausaufgaben gemacht. Dass natürlich gerade so eine Runde am Ende funktioniert, ist sehr, sehr bitter. Aber da muss man auch ganz klar sagen, Apex hat sein komplettes Magazin mit Banks verbraucht. Und das gegen eine Eco ist schon etwas gewagt und hat da vielleicht nicht so die perfekte Kommunikation mit Saibu erlebt. Boah, aber Saibu jetzt in dieser Runde erstmal mit dem Opening Crack. Und somit hat man schon mal ein bisschen die Mitte geschwächt. Aber da steht man noch. Shox, der geht einfach dreist offensiv, macht den nächsten APK ja auch nochmal erfolgreich in der Slope und damit ist es eine 2 gegen 5 Situation. Einfach komplett weginhaliert das Team von Complexity, nur noch 2 Spieler übrig, bleiben mehr von Config, aber sagen wir lieber ausschließlich 2 Spieler übrig von Complexity, denn auch die sind natürlich in der Lage, sowas nochmal gerne rumzudrehen. Unwahrscheinlich, sehr, sehr schwer zu bespielen, man muss sich jetzt auch aufsplitten, hier auf Frag-Refrag-Verhalten zu gehen, da bist du natürlich am Ende immer im Nachteil. Und grundsätzlich muss man hier tatsächlich lieber diese Einzelduelle suchen und RPK gewinnt das erste davon. Boah, wie dreist war der Molotov da jetzt. Und Misuta, der steht ja auch einfach nur in der Ecke, wartet ab. Und ich glaube, es wird nicht zum Plan führen. Es wäre wichtig jetzt natürlich für Complexity, hier dieses 1 gegen 1 Duell zu gewinnen und dadurch den Plant halt eben zu bekommen. Aber es geht hier zugunsten von Misuta aus, 7:1. Das ist ein Anfang, der es wirklich in sich hat. Aber schön, dass du es auch angesprochen hast. Ich persönlich wäre da sogar tatsächlich mit einem Spieler zumindest noch auf den B-Spot gegangen, um das Ganze hier wirklich 2-3 zu decken. Gegen einen einzelnen Spieler hast du zumindest noch mal das Potenzial, den Refrag auf den B zu setzen. So wäre es tatsächlich der Bombplant gewesen, wenn das Duell nicht ausgegangen wäre. Ja, not amused, würde ich jetzt einfach mal die Stimmung bei Complexity beschreiben. Ja, da kommt der erste Timeout da jetzt mal. Ja, du sagst so schön immer mit Schnee, aber weißt du eigentlich, dass bei mir war richtig mit Warnung und Schnee, Sturm und im Norden. Bei mir liegt gar nichts. To the Snow, fragt man sich da, ne? So, ne? Das ist ja wild, wild. Also wirklich, ich muss auch sagen, das erste Mal kann ich es mal wirklich nachempfinden, was Kälte bedeutet. Es waren hier wirklich heute, ich glaube, -9 Grad und gefühlt wie -15 oder -16. Und es ist wirklich unangenehm, schmerzhaft im Gesicht, wenn du da wirklich bei Schnee durch die Gegend wartest. Aber gut, wir haben ja Kleidung. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, habe ich mir mal als Erzieher sagen lassen. Ja, das kann man wirklich so sagen, aber
Jetzt geht's erstmal wieder in Richtung A-Spot. Und es gibt so eine kleine Fake-Aktion in Richtung B. Und das hält jetzt drei Mann und Team Vitality ab. Aber APK mit einem. Chalk zieht sich hier zurück. Mit der AWP verschießt. Das sieht man selten. Kommt hier mit einer Support-Flash vielleicht nochmal zur Möglichkeit. Aber er zieht sich erstmal zurück. Und Apex wird direkt abgefahren. Ja, Misuta mit einem weiteren Frag Richtung City Base. Immer noch zwei Spieler da. Und das sind die Doppel-AWP-Setup. Chalk und Saivu. Die müssen sich da gegenseitig natürlich mit den langen Rohren unterstützen. Und von der Seite aus dem Connector wird Misuta hier der entscheidende Faktor sein. Boah, der macht direkt den ersten. Boyser mit dem Refrag. Und jetzt kommt es wirklich drauf an. Man hat da irgendwie den Fokus, ob da, dass da einer im Connector noch hockt. Aber da ist keiner. Und das ist jetzt schwierig wirklich zu handeln für Team Vitality. Ja, kannst auch nichts machen. Blame F hat den Winkel wirklich sehr, sehr schön gesetzt. Da konnte Shox überhaupt gar nicht interagieren. Geht jetzt auf den nächsten Frag, bekommt ihn raus. Und der nächste Spieler ist ihm noch nicht ganz klar. Er muss natürlich jetzt hier auf das Duell gehen. Er muss sich hier versuchen, wirklich den Spieler rauszunehmen. Er schafft es und es reicht aus, meine Damen und Herren. 8:1 der Spielstand. Und da wird sich Poison wirklich dusselig ärgern, ne? Ja, da hast du wirklich das Grinsen gerade von Shox gesehen. Dass er das so gerockt hat. Und das ist natürlich ärgerlich, wirklich. Da ärgert man sich wirklich auch an Spieler, dass man nicht eine Sekunde später gepiekt hat. Aber das war halt eben auch wunderbar ausgespielt. Und hier Wasch mit den ersten und hier schön auch nochmal rumgezogen und den zweiten gemacht im Connector. Ja, was ist immer die Frage? Wenn du da natürlich eine Sekunde später rumziehst, kann er natürlich komplett durchgezogen haben. Dann hast du auch die Arschkarte wieder. Also es ist immer so ein kleiner Gamble. Es war wichtig, dass da noch diese 7-8 Sekunden übrig waren, um das Ganze hier so auszuspielen. Jetzt 8:1, die Halbzeitführung für das Team von Vitality. Franzosen hier, wie zu erwarten, stark, hat uns Lux ja schon mit seiner Expertise gut angekündigt. Ja, und jetzt kommt drauf an, Chalk schießt da. Und das will ich hier noch nicht im Replay sehen, aber wir sehen erstmal hier Misuta. Und der hat hier erstmal Probleme. Wird gefragt. Apex zur Seite, aber nur Rush ist da gefallen und somit ist es die Überzahl und der Plant. Und der Retake vor allen Dingen, also das war wirklich jetzt gerade mit Geschenkpapier und Schleife eingepackt für das Team von Complexity. Also da hat Vitality wirklich gerade mal ein bisschen was Leckeres angeboten. Das finde ich eine super geile Position, die sich Apex da jetzt ergönnt. Saustark gespielt, hat Config das auf dem Schirm in diesem Augenblick. Ja, hat er auf dem Schirm. Super antizipiert. Die beiden Waffen bringt man durch und damit ist es der zweite Zähler für das Team von Complexity. Ja, und das ist sehr, sehr stark gewesen jetzt. Klar, mit einer Halbzeitführung auf der CT-Seite hast du schon mal einen ganz guten Start angefangen und du hast ja jetzt noch die Möglichkeit, in den nächsten 5 Runden halt eben auch noch Runden zu bekommen. Ja, aus 10 Runden 80% erspielen. Ist okay. Ist okay. Ja, wir müssen noch mal so ein bisschen sagen, dieses Head-to-Head-Duell, was vor 19 Tagen war, am 20.01.2021, da hatte man eine 8:7 Führung von Team Vitality auf der T-Seite. Ja. Also da hat man... Ja, er war drauf. Ah, wie witzig, dass du es auch gesagt hast, dass wir da nochmal eine Replay von sehen sollen. Und, da hat er wieder auf dem Rollsplit in der Einfahrt seine Maus liegen gehabt. Also, was hat das denn für einen Aim-Sprung? Ja, schade, würde ich mal sagen, ne? Ja, wenn du dein Brötchen vom PC ist, sage ich mal so, ne? Ja, true story, aber was für ein... Hat er erstmal, weiß ich nicht, einen halben Sandkasten drauf ausgekippt. So, gucken wir mal rein. Hin die Runde Nummer 11. 10 Stück haben wir bereits schon gesehen, wie schon angesprochen. Danach folgt Overpass. Da ist der Lux dann erstmal alleine für euch zugegen. Und dann kommt die Nuke. Das ist natürlich nur ein Spaß, Mann. Ja, ich hab schon... Wie schlimm ist Overpass für dich eigentlich? Ja, nein. Ja, okay. Ich übertreibe ja immer, wie gesagt. Aber mittlerweile muss ich das dann auch einfach durchziehen, ne? Ich muss ja irgendwann wir hassen Overpass-Merch rausbringen, von daher muss ich das ja auch verkörpern. Ich habe da so ein Bild gesehen, wie du es aussiehst, wenn du Overpass liest. So. Das will ich auf dem T-Shirt haben. Das ist eine Merch-Idee, glaube ich. So, Blame F. Obwohl er so eine breite Kante ist, hat er sich da jetzt wirklich ein bisschen durchgeschlichen, hat eine ganz, ganz fiese Position, die man vor allen Dingen auch wunderbar den A-Spot attackieren kann, unterstützen kann. Ich wünschte mir jetzt noch so ein bisschen mehr Druck auf dem B-Spot, dass man die Rotation abfängt, aber hat man sich nicht für entschieden. Hier soll er wirklich ganz klar backstabben, jetzt bloß nicht mit Smokes arbeiten, weil dann hat man immer Zeit nach hinten abzuämmen. Ey, das ist nicht wahr. Das Apex das auf dem Schirm hat. Apex, ohoho! Und das bringt natürlich Saivu und APK die Möglichkeit, das jetzt zu handeln. Die machen hier einen guten Track, aber am Ende sind sie jeweils nur einer hier. Und Saivu, er steht ein bisschen defensiv. Ja, gucken wir mal. Saivu muss natürlich jetzt hier auch wieder eine maßgebliche Rolle spielen. Wichtig, dass der Schacht immer noch zu ist. Damit kann Misuta natürlich lange arbeiten. Jetzt hat man ihn dazu gezwungen. Er kommt einfach raus. Frech von Blame App. Gut gespielt, Saivu, mit der Antwort.
Boah, wie stark ist das von Misuta gemacht? Und sie kriegen nicht mal einen Plant. Es ist das 2:9. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, wichtiges Duell, ne? Blame F. Also ich finde es super geil, die Reaktion von Blame F, dass er da einfach aus dem Schacht rausgegast ist wie der letzte Irre. Weil man ja immer denkt so, er ist gerade dran vorbeigesteppt, dann macht er den Schacht auf und man denkt natürlich als Gegenspieler, okay, der will mich eh nur binden, der möchte mich halt so ein bisschen baiten in die Richtung. Aber nein, er fährt einfach raus, geht aufs Duell und wenn Misuta den nicht geholt hätte, dann hätte die Runde wirklich in eine andere Richtung ausgehen können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, wäre, wäre, Bastelschere. Ja, das, diese Mindgames, die sind ja auch auf den, gerade auch, weil es ja viele Online-Turniere jetzt gerade gibt und viele gleiche Duelle, sind diese Mindgames so in das Maximum schon getrimmt. Du weißt ja ungefähr, wie der Gegenüber wirklich spielt. Und wir sehen jetzt hier erstmal Molotov-Action. Es soll hier rausgehen auf den A-Spot, aber es kommt late noch wer unter, durch den Underground. So, RPK. Wird erstmal weginhaliert und jetzt geht's weiter auf dem Spot. Wichtig für Apex und für Shox natürlich jetzt so ein bisschen Interaktion zu kriegen und auch Blame F bekommt das Duell gegen Saivu. Ja, und das kommt jetzt auf Apex hier dran. Der macht den erst, die Bombe ist damit down. Das sollte eigentlich die Info sein. Apex kann sogar einen zweiten rausziehen und kann sich jetzt nach hinten orientieren. Und da kommt die Smoke gerade raus, da wird der gefragt. Und es ist die 3-gegen-2 Situation. Ja, Misuta könnte jetzt hier nochmal eine maßgebliche Rolle spielen. Shox braucht mindestens einen Frag. Blame F sucht Misuta überall und sie warten natürlich darauf, dass Misuta jetzt arbeitet. Oh. Lieber Observer, komm da jetzt mal rüber hier auf Misuta. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Misuta gemacht. Und der muss jetzt hier die Runde machen für sein Team. Nein, guck doch oben rein, schnell! Er guckt gar nicht hin. Ohohoho. Nee, das ist ein Molotow. Und jetzt kassiert einer von der Seite, das darf doch nicht wahr sein. Und der Nächste. Jetzt weiß ich auch, warum du ihn picken würdest in dein Team. Ja, was macht ein JKS da, ey? Gnadenlos. Erstmal 2 Dropkicks mitten in die Fresse von Vitality. Und ein danach, rechts, ein links, ich ja, sag's dass, dir. Dass er danach der Smoke einfach denkt, oh, weißt du was, komm, ich push einfach raus. Ich brauch noch ein paar Frags. Sieht gerade nicht so gut aus. Ja, und Apex, ey, wie viel er da noch überhaupt noch rausholen kann, war schon eine bittere Angelegenheit. Und dann Blame F in der Lage, das nochmal auszugleichen. Zu stark das Ganze. Und da sehen wir mal so ein bisschen den Hit auf dem Tisch. Da ist die Frust doch noch da, obwohl man hier wirklich führt mit 9 Runden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ist immer so bitter, ne? Da musst du jetzt erstmal wieder in die Eco gehen und das nervt natürlich ungemein. Interessant, dass Shox hier tatsächlich seine Ave spielen darf und die nicht an Saivu abgeben muss. Also ganz ehrlich, auch wenn es sein Geld ist, meines Erachtens, gut, vielleicht haben sie auf Spawn gespielt, aber meines Erachtens gibt die Waffe Saivu, Mann, meine Güte. Weiß, wo dein Platz ist. Ab ins Körbchen jetzt hier mit dir. Ja, ey, Saivu mit der Deagle ist eine AWP, Venom. Das würde ich eher so sagen. Ja. Ja, 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 genau. Tobi, der ja, genau. Saivu ist sehr stark, bitte sehr stark und so, und ist stark. Ich vermisse Tobi, ja, ne? Muss ich ehrlich sagen. Aber Dude macht's auch sehr gut. Ist halt auch einfach eine sexy Maus. So, Apex, komm, zeig uns, was du kannst! Lol. Okay. Okay, ich glaube, da hast du ihn so ein bisschen zu doll gehypt, dass er einfach durchgeklickt hat. Apex, ach, der zweite, der war dann aber doch ein bisschen zu viel. Config zeigt kurz mal sein AK-Potenzial und dann kommt Misuta wieder raus. Wie stark ist denn das wieder? Und er lebt immer noch, jetzt zieht er hier rum. Misuta im Duell. Boah, der geht hier gerade rum, der überlebt das immer noch und dann ist es der Kill sogar noch. Mann, das ist ein Dritter in dieser Runde, wie stark. Super, super schönes Setup, dass sie da wirklich dieses Double-Setup unter dem Holz spielen und dass sie da vor allen Dingen auch die Winkel so gut halten können. War ein komplettes Bait-Setup und jetzt sehen wir es hier auch nochmal. Vielen Dank an die Blast für diese Production. Wieder Apex einfach mal gezielt in diese Richtung aimt und bekommt damit den Frag und dann haben sie nicht mehr mit Misuta gerechnet, der hier insgesamt 3K machen kann. Also schöner 10. Zähler, Double Digits, damit auf jeden Fall schon 2 Runden mehr, als man es statistisch gesehen zumindest nach der letzten Terrorleistung braucht. Und mal gucken, wo es hingeht. Boah, schnell raus hier. Vor dem Molotow sogar. Gar keinen Hit bekommen und jetzt kommt's drauf an. Deagle, jawohl, da ist er doch, der Kill. Aber Saivu gleicht auch direkt wieder aus. So, jetzt muss man aufpassen, natürlich hier irgendwie die Mitte auch in Betracht ziehen, aber Shox mit der MP9 natürlich ein Angriffspunkt, die Angriffsfläche. Wenn sie ihn da so ein bisschen überrollen, wir gucken auf die Helme. Nur 2, beziehungsweise immerhin 2 Helme auf Seiten von Complexity zugegen. Misuta muss unterstützen, sonst wird's hier wirklich kritisch und wie es bei Command & Conquer gesagt wird, Energieniveau kritisch. Ah, gerade diese Smoke ist auch noch kritisch.
Die lädt das Ganze und das ist gut für sie. Und jetzt gibt's die Flash, es geht rum. Wash macht den ersten Kill und Lissuta kriegt nur einen raus und damit ist der Plant drin. Und wie ich es gerade gesagt hatte, es ist dieser Helm, dieser vermaledeite Helm. Da bist du mit der MP9 einfach komplett rausgenommen, nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn du da gegen einen Helm stehst. Und Apex, Mann, das Poison, den ich hatte, meine Güte, der hat sich ja wirklich so angekündigt. Hallo, ich komme um die Ecke. Und am Ende schafft das nicht. Shabu muss wieder klatschen und wenn es einer kann, dann er. Boah, er weiß beide Spieler, wo sie stehen. Da los. Einfach mal kurz niedergestreckt. Eieieiei. Also, bittere Pille. Damit, beziehungsweise zumindest mal so ein bisschen Hoffnungsschimmer für das Team von Complexity. Und hier sehen wir es nochmal. Rush, er hat sogar den Headshot von Shox bekommen. Wenn er da keinen Helm gehabt hätte, wäre das Ding sofort für ihn erledigt gewesen. Und dann ist es wieder einmal die Pocket AWP, die hier für den Sieg in dieser Runde natürlich sorgt. Complexity freut sich. Complexity macht einen vierten Zähler klar. Und Servo, so ein bisschen emotionslos. Ja, es geht hier schnell über kurz. Ein guter Tempowechsel jetzt hier gerade. Und Shox, der ist da nun mit der Deagle unterwegs. Aber er hat den richtigen Riecher. Er checkt es hier rechts, hat jetzt aber doch wieder mal sein Crosshair auf die linke Seite platziert und wird direkt angehittet. Na, jetzt wird er auf jeden Fall rausgenommen. Schöne Antwort hier. MF kann ihn mitnehmen und damit ist natürlich schon mal die erste Lücke auf dem Spot erschlossen. Man muss sich jetzt etwas wagen, man muss aggressiver gehen und deswegen wird auch Complexity höchstwahrscheinlich mehr Geduld beweisen in ihrem Aufbau und das Ganze etwas entschleunigen, weil du rechnest natürlich damit, dass die Cities jetzt ein bisschen proaktiver versuchen, die Fracks zu erzwingen. Ja, jetzt kommt da nochmal eine Smoke rein. Aber das hilft eher, als es hier wirklich den Vorteil gerade bringt hier für Team Vitality. Weil jetzt kann man hier so ein bisschen und an der Kante halt eben nochmal wirklich checken, ob dann Spieler halt eben steckt. Und Rush, der wird jetzt hier über den Connect halt eben reingeschickt. Und da ist die Frage, kriegt er das Duell gegen APK gehandelt? Ja, kriegt er. So, Apex. Apex sucht natürlich jetzt auch nochmal nach seiner Möglichkeit hier zu punkten. Ein wenig Damage konnte er zumindest jetzt schon mal anspielen, aber Config sichert hier erstmal seinen Mitspieler, sichert den Bombenplan. Poison mit dem nächsten und Misuta im 1 gegen 5. Oh, ich wollte gerade sagen, chancenlos. Sagt er sich so, sagt er, musste noch ein Turniertrikot kaufen. Ja, der auf, ey, nie wieder. Ja, Halbzeitpause, würde ich mal sagen. Ne? Absolut richtig, mein Lieber. Damit auf jeden Fall 10-5. Zwei Drittel der Runden ging an das Team von Vitality. Ein Drittel immerhin an das Team von Complexity. Wir werden sehen, ob sie das wieder abrufen können, das 8-7 aus dem letzten Mal im direkten Vergleich. Und das zeigt sich in 2,5 Minuten. Bis gleich, liebe Freunde. Was sagst du? Ja, bis gleich, Leute. Tschüss. Every good time that every
Meine Damen und Herren, damit sind wir wieder zurück hier bei der Blast. Ladies and Gentlemen, und an meiner Seite immer noch der wunderbare liebe Lux. Und ich habe schon wieder diese Zahl. 4363. Ja, es ist auch wohl egal. Lux reicht doch hier. Venom, das ist doch das Beste. Und wir sind hier direkt schon wieder live in der Halbzeit Nummer 2. Und wir sehen hier schnell von Team Vitality eine Aggressivität in Richtung A. Ja, JKS, der ist auch aggressiv, macht auf jeden Fall den ersten Shot schon mal ready, macht den zweiten Shot schon mal ready und das könnte hier viel Arbeit schon mal abnehmen für sein Team. Und jetzt geht's weiter in dieses Duell. Ja, und sein Wut, der klickt da mit der P250 kurzerhand mal im 3 gegen 1 den ersten weg, zieht sich hier schön zurück, aber gegen Rush ist es doch eine Aufgabe, die nicht so gut ausging hier für Team Vitality. Ja, die war wirklich nicht so leicht. Und JKS, schauen wir nochmal an. Ey. Das ist aber auch ein Zuckermäuschen, was der Kerl da immer raushaut. Herr Savage! Und das zeigt er hier auch wieder, dass sein Name auch Programm ist. Er ist ein unfassbar starker Aimer. Also ich bin auch ganz, ganz ehrlich sehr glücklich darüber, dass ich Complexity ihn da sichern konnte. Bei den 100 Thieves, klar, man hat schon ganz, ganz gute Ergebnisse geliefert, aber so richtig das Team zu Ende war es nicht, finde ich. Ja, man muss ja natürlich auch sagen, am Ende haben halt auch eben die Ergebnisse gefehlt. Ne? Man hatte mal Major-Zeiten, da lief es halt gut, aber im Endeffekt, es geht halt immer alles so ein bisschen im E-Sports natürlich auch um die Ergebnisse. Und wenn das nicht so passt, dann kann man halt eben auch gerne mal wechseln. Na, kann man wirklich was versuchen. Poison jetzt in der Mitte erstmal auf den Versuch. Config nimmt nochmal einen mit, aber trotzdem relativ Mitte-Druck. Und das ist heftig, wie viel Aggression sie da bringt. Wir haben ja komplett Bock hier gerade Team Vitality wegzunehmen. Ja, 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 lass, hau alles raus. 17 Uhr, das können wir verkraften. Ja, Apex, der versucht noch so ein bisschen zu spielen, aber auf der Distanz hier mit der Scout ist jetzt schwierig. Was ist denn mit denen los? Haben die Waypoints gerade auf Aggression gestellt oder was? Ey, komm, guck mal, wo die alle stehen schon auf der City-Side. Und wo vor allen Dingen alle Spieler von Vitality gefallen sind. Die sind wirklich alle ungefähr so einen halben Meter, zwei, drei Meter voneinander gefallen. Hier sehen wir es auch nochmal schön aufbereitet von der Blast. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Innerhalb von Sekunden das ganze Team einfach, habt ihr es gehört, zertrümmert. Einfach umgekegelt, Alter, gerade auch mit den Nade einfach am Ende. Das Ding ist alles, das war fast ein Strike, aber am Ende hat noch einer gefehlt. Oh, und dann war es Spare. Was bist du, Team Kegeln oder Team Bowling? Boah, Bowling, aber auf jeden Fall. Okay, ich finde Kegeln, weißt du schon, alleine dieser siffige Geruch da unten, ne? Der immer so nach versifft und Kölsch riecht. Aber du kommst auch aus der Gegend, so, wo Kegeln, glaube ich, groß geworden ist, oder? Ja, das stimmt, oder? Das stimmt, ja. Also Kölner ist so eine richtige Kegelbahn, da kannst du richtig schön machen. Jetzt gucken wir auf JKS. Oh, der macht den ersten, dann ist das aber erstmal schwer und Saivu bestraft ihn dann. Poison, Apex von der Seite, du hast auch nur mit dem Reflex da Start. Poison kommt hier zurück ins Fenster hinein und man geht zu dritt von dieser Seite halt eben gegen. Ja, blicken wir mal drauf, Rush, der rusht auch nach vorne. Nummer 1, Nummer 2, zwar kein einziger Headshot, aber der 8. Zähler für das Team von Complexity schon mal sichergestellt. Und wenn man jetzt auch noch die erste Waffenrunde für sich sicherstellen kann, dann ist dieses Ergebnis schon wieder sehr, sehr in Gefahr. Aber auch ihr im Chat könnt gerne schreiben, was seid ihr, Team Bowling oder Team Kegeln? Gerne mal in den Chat reinschreiben. Wenn ihr auch mal die eine oder andere Frage habt, könnt ihr sie auch gerne stellen. Zwischendurch können wir es mal in den Chat einweben. Ja, der Chat ist so ein bisschen ruhig, ne? Ich weiß gar nicht, ob die alle schlafen, die oder? Ja, die müssen alle Schnee schippen, die sind ja alle über Dinge zusammen sprechen. Ein Schneemond brauchen wir eigentlich jetzt, oder? Oh, Apex, das Duell in der Mitte alleine ist schon mal machbar gewesen. Und Saibu, öffnet bitte einen Opening Frag hier schon mal die Runde Nummer 19 für Team Vitality. Also, wir haben auf jeden Fall mehr Bowling-Spieler da draußen, aber ein paar Kegler sind auch noch da. Am liebsten hätte ich auch noch das Alte dahinter geschrieben, weil das natürlich... Aber wäre wirklich Kegeln das Ding, wenn du in so eine Kneipe gehst? Also es gibt ja zum Beispiel Dart oder Billard.
Bowling und Kegeln, würdest du wirklich immer Kegeln sagen? Also man oder? Geht ja gezielt Kegeln. So wie Billardspiel machst du ja auch gezielt, es sei denn, es ist eine sehr große Bar, wo du alle Angebote hast. So Daten ist, finde ich, immer so eine Beiseite-Beschäftigung, ne? Die du so mitnimmst halt in dem Augenblick. Aber es musst du ja auch mieten und sowas, aber Kegeln so zusammen und da ein paar Kränze wegknallen, ey Freunde, bin ich am Start. Ja, aber wir sind uns doch einig, dass Airhockey auf jeden Fall All-Time-Favorit ist, oder? Ich bin da so kacke drin, da holst du ja mehr diesen Puck da wieder auf den Tisch, anstatt du was spielst. Hier hat man auf jeden Fall auch aneinander vorbeigespielt. 9 Leute überleben, fast eine pazifistische Runde. Und da verwertet man erstmal noch jeden Schrott, den man findet. Schön Acker mitnehmen, Abe mitbringen. Und das ist natürlich das Schöne, wenn du Saivu heißt, dann kriegst du die AWP sogar vor die Füße geworfen. Ah ne, man hat sie weggeworfen. Ja, aber die räumen auf hier, das gibt es doch nicht. Ja, aber deine Wahl, wie du schon gesagt hast, also lieber Bowling, aber du bist Data oder was? Nee, ich würde eher Billard sagen, wenn ich das alles hätte. So. Ah, ja, okay. Billard ist ganz, ganz cool. Ja, das hätte dann, ja, das wäre natürlich wunderschön. Habe ich früher mal aktiv gespielt, so, aber jetzt auch nicht so wirklich in hohen Rang oder sowas, aber finde ich ganz cool. Aber ja, Freunde, das geht leider Gottes alles nicht. Das sind alles so Fabelaktivitäten, die man noch so aus vergangener Zeit vor der Pandemie in Erinnerung hatte. Hier müssen wir jetzt erstmal und zum Glück damit vorlieb nehmen, dass wir perfektes, geiles Counter-Strike sehen. 11-8 der Spielstand. Die erste Waffenrunde instant für Vitality eingetütet, aber Complexity hat dadurch natürlich 4 Waffen durchgebracht und einiges an Geld aufsparen können. Boah, gibt's direkt eine Mitte-Smoke, er soll also wieder Mitte reingehen. Apex hat hier die Aufgabe mit einer Flash, geht er hier rüber und man hat hier direkt die Information. Und ah, guck's dir mal an, wir haben da in das Fenster reingeboostet, nein, das kleine, in den Ladder Room. Und das ist natürlich so eine kleine Sache, die noch eine Würze hat. Super viel Würze, gucken wir mal, welche Würze es ist, ob es ein scharfes ist oder eher sowas Muskat. Technisches. Wir werden es auf jeden Fall jetzt gleich erfahren. Apex, der wird jetzt erstmal als Vorkoster vorgeschickt und vielleicht kann er auch schon das Ganze Richtung Mini-Döner verputzen. Ah, die Smoke kommt rein. Damit öffnet man sich Raum und der Frag ist so wichtig gewesen. Ich glaube, er hat ja gerade eine Smoke in der Hand. Wie unglücklich war das Timing hier gerade? Und Saivu mit der AWP hier unterwegs. Ja, der sucht natürlich jetzt auch. 1 Minute noch auf der Uhr, das ist noch einiges an Zeit. Man drängt auch die Spieler so ein bisschen zurück. Saivu positioniert sich hier nochmal komplett neu und ist dann auch etwas flexibler zugegen. Konfi könnte ihn wahrscheinlich jetzt sehen, sieht ihn auch und beschießt ein bisschen Headshot durch die Wanderer Poison sofort mit dem ersten Break. Und jetzt immer noch eine 4 gegen 4 Situation. Boah! Saivu hatte einfach richtig Bock. Und Konfi, der will hier auch nochmal aufräumen. 3 Kills, alles hängt jetzt hier an Saivu. Und der ist mit der AWP in der Mitte schon bekannt. Jetzt zieht er hier rum. Jetzt muss er doch da eigentlich nur bangen. Es ist so leicht gesagt, wenn wir es halt eben sehen. Aber für ihn ist im Moment die Position nicht klar. Was der für einen Blick da rausgeprügelt hat Richtung Mini-Window. Das so intuitiv zu machen, ist schon fantastisch. Hier auf jeden Fall die nächste Runde für Complexity. Und ganz so eindeutig, wie wir es am Anfang oder wie es sich am Anfang dargestellt hat, ist es jetzt hier am Ende doch nicht geworden. Das Team von Vitality, geldtechnisch müsste noch einmal Kohle da sein. Man hatte eben die Bombe geplantet, mit 5 Mann überlebt. Also kann ich mir vorstellen. Boah, hast du das gerade im Replay gesehen, wie perfekt Config gewartet, bis der Molotov weg ist und direkt diese Lücke dann ausgenutzt hat. Der Molotov war eine Millisekunde weg, er stand halt genau dann da, wo er war. Und hat einfach kurz mal 2 Kills gemacht. Ja, das geht richtig ratzfatz. Grüße gehen übrigens auch an Timo B., der aggressivste MIBA-Fan aller Zeiten. Wobei mittlerweile hat sich das Ganze ja so ein bisschen verlaufen. Worüber regst du dich jetzt mittlerweile auf, lieber Timo? Oder bist du durch die Wechsel der Brasilianer etwas entspannter geworden? So, wir gucken mal. Apex super schnell mit Öl eingerieben. Und der ist schon ready für den A-Spot, um da ein bisschen rumzustänkern. Ja, der ist da durchgeschlängelt, wie so ein glitschiger Aal, einfach mal in Richtung den A-Spot unterwegs. Und jetzt hat man den ersten Kontakt, er bleibt aber unbekannt erstmal und aimt hier nur stetig ab. Und der erste Break von Blame F, Shocks von der Seite, gut gespielt hier, erstmal 1-1 straight, ist Druck von RPK und das ist so gut besprochen, aber Poison immer noch eine Gefahr für das Team von Vitality, 2 und 10 HP bei Shocks und Saivu. Saivu mit seiner AWP wird direkt gefragt und damit ist es die Überzahl jetzt hier für Complexity. Oh, und es ist hier gerade wirklich schwierig, das Ganze zu halten. Apex geht auch ein Risiko ein, kriegt eine richtig dicke Nade ab. Mein Gott, was ist das? Und der Backstep von Shox, der ist insane. Der ist mega insane. Also da hat man wirklich nochmal die Möglichkeit, diese Runde vielleicht an den Start zu bringen. Aber da hatte Poison sogar noch eine Zeit lang rüber geaimt. Der erste Break gesetzt und dann macht das sehr schön. Aber es reicht nicht aus. 1 gegen 1. Oh, das verlieren sie noch. Da wird man sich ärgern. Also jetzt wünsche ich mir eine Apex-Replay, bitte. Also gucken wir mal. Oh,
sogar recht entspannt. Ich hätte echt gedacht, dass er sich da den kompletten Tisch erstmal einverleibt. Also was sind Dinge. Oh, die Fracks, die sehen so clean einzeln aus. Aber hier von Config, das war so wichtig, Shocks rauszunehmen und dann dieses Duell hier nochmal zu gewinnen. Finde ich aber auch, klar, Apex wollte das Überraschungsmomentum nutzen, aber es war nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Also da hätte er sich locker ein bisschen was an Contenance bewahren können. Ja, im Nachhinein immer leichter gesagt, in dem Augenblick wollte er überraschen, wollte dieses Off-Timing gegen Profis holen und es hat nicht geklappt. Ja, JKS. Poison! Wo ist die Sicht von Poison? Wir brauchen ihn hier. Ja, der dritte hier, Wollo, da ist er doch. Starkes Comeback und das könnte hier wirklich der Ausgleich sein, das 11:11, wenn man hier noch Saiwu besiegt. Na, Saiwu 1 gegen 5, ich traue ihm ja wirklich einiges zu, diesem Saiwu. Ja, komm, wenn da fehlt doch ein Team Vitality-Shirt bei dir in der Kollektion, oder? Ja, eigentlich schon, aber nee. Ja, wie sieht der Chat denn das eigentlich? Ja, so, 1 oder? Gegen 5, so ein Saiwu-Shirt, es ist Geld, Mensch, ey. Ja, komm, wenn er es holt, hole ich mir ein Saiwu-Shirt. Er hat es auch verdient, ist ja mein Lieblingsspieler, eigentlich muss ich eins haben, to be honest. Da komm, jetzt mach das Mono-on-5 weg, dann ist das auch wenigstens erledigt hier. So, ihr könnt schon mal die Clips bereit machen, Freunde. Ja, der lässt sich richtig schmoren, guck's dir an. Der weiß eigentlich, wo alles steht. Der macht das nur wegen dir jetzt hier nochmal so ein bisschen spannend. Ah, guck dir mal, wie klug der ist, ne? Dass er jetzt weiß, unter Holz wird einer stehen, hier oben gecheckt, ersten Winkel gewählt. Jetzt geht er natürlich, ne, hat nicht auf dem Schirm. Ja, leider kein Saiwu-Trikot. Ah, das kriegen wir noch hin in diesem Matchup. Nee, hau ab, ey. Ich sag das ja nicht zu oft droppen. Ich kann ja immer nur verlieren, in Anführungszeichen, ne? Aber ja, das war ja, wer hätte es auch gedacht? 1 gegen 4 von Device. Für alle, die sich wundern, worüber wir hier gerade quatschen. Device hat ein 1 gegen 4 mit der Deagle auf Overpass noch geholt, weil man auch wirklich reingefeedet hat, muss man dazu ehrlich sagen. Und da habe ich gesagt, wenn er das jetzt noch holt, dann hole ich mir ein Trikot. Das ist aber auch dreist, Alter. Also der Doppel-Headshot mit der Deagle, die letzten beiden, das war ja wohl, also das war nicht feeden, ich glaube, das war das Unglück des Jahrhunderts. So, sie waren 4 gegen 1. Wenn sie nur einzeln jeweils gegen ihn reingelaufen wären, hätte er alleine, um die alle zu finden, mindestens 9,5 Jahre gebraucht. Aber sie sind einfach alle gleichzeitig reingeflitzt, wie die letzten Elitisse. Genauso wie jetzt hier die Vitality. Aber Misuta, was ist das für ein Deagle? Was ist denn los? Der braucht doch gar keine AK. Der kann das doch mit der Deagle hier alles regeln hier gerade. Und dann ist der Plan von Shox. Muss die Deagle genervt werden? Wenn man solche Runde sieht, dann denkt man immer wieder darüber nach. Und auch hier wieder der nächste Shot. Aber Apex verschießt einen Millimeter daneben. Misuta bisher aber hier sehr, sehr gut unterwegs. Jetzt hat man vor allen Dingen auch noch zwei Waffen abgreifen können. Und dieser Retake, der wird für Complexity nicht leicht. Für mich eher so even. Wobei die Granaten sind relativ gut. Ah, Misuta hat jetzt sogar eine AK in der Hand. Der ist schon ein Monster mit der Deagle. Ich will jetzt gar nicht wissen, was jetzt noch passiert. Ah, Shox kommt weg. Misuta bekannt. Misuta mit dem nächsten Kill. Der kommt hier weg. Aber Rush ist dann doch zu viel. Und er schafft es. Der Diffuse, der geht durch. Oh, wie knapp. Er war sogar noch drauf. Hat den ersten Shot instant setzen können. Es ist das 12:11. Da hätte ich das wirklich Misuta sehr, sehr gegönnt in diesem Augenblick. Aber Complexity erstaunlich stark auf der City-Side. Also zeigen sich dann doch hier relativ gut. Wichtig war jetzt vor allen Dingen für Vitality, dass sie natürlich die Bombe planten konnten, dass sie sehr viel Damage gegen Complexity angerichtet haben und damit konnten sie nur mit einem Spieler überleben. Er hat im Hintergrund der Coach und der hat richtig Bock. Ist das der Coach? Ich weiß es gar nicht genau. To be honest. Aber was wir nochmal so ein bisschen erwähnen können, du hast ja so ein bisschen wegen deiner Wette da so gesagt, so, das kann man natürlich alles für euch noch nachsehen, ne? Bei dir auf Instagram, ne? Ja, ich glaube sogar tatsächlich auf Twitter. Aber gerne, wenn ihr sagt, der Caster gefällt euch, Ausrufezeichen Caster, würden wir uns natürlich sehr freuen über ein Like auf Twitter und über ein Like auf Instagram. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, außer den Caster, wie viel hat denn der Lux eigentlich auf Twitter? 512 oder so, glaube ich. 513, ja Freunde, komm, da können wir doch mal hier was hinterher setzen. Der Mann, der macht hier einen richtig guten Job, Ladies und Fellas. Vielleicht schaffen wir hier die 520 ready zu machen oder wie viel ihr auch am gönnen könnt. Also, wer die Zeit hat, würden wir uns natürlich sehr freuen. Für uns jeder Klick immer Gold wert. Rein geht's in den 24. ins 24. Ründchen. Ob heute Weihnachten ist für ein Team. Also Geschenke gab's schon mal, Blame F, der hat Apex rausgeprügelt. Ja, und überleg mal, was das für ein Comeback jetzt gerade ist, wirklich. Die 12:11 Führung für Complexity jetzt. Und Saiwu hittet da erstmal noch nicht. So. Jetzt erstmal wieder schön zurück. So, Timo B., der rüttelt schon wieder am Bannbaum im Twitch-Chat. Und
Dann gucken wir mal, wie viel Shox hier alleine auf dem Aasbot anrichten kann. Jetzt einfach so eine Solo-Molle zu werfen, was impliziert ist. Man möchte den oberen Holzbereich einnehmen. Man impliziert, dass da natürlich Druck aufgebaut ist. Aber eigentlich sollten die Jungs diesen Haken hier nicht schlucken. Aber vielleicht war der Boilie doch recht schmackhaft für das Team von Complexity, denn sie stehen immer noch zu dritt sehr spotlastig. Jetzt gibt's hier die Smoke ins Fenster hinein. Oh, die Smoke ist, glaube ich, nicht so gewollt. Das ist schwierig und Poison nutzt sie auch. Ich glaube, sie war für Connector gedacht. Und Poison, der ist hier noch weiter unterwegs. Der kann ja den nächsten machen. Ist aber Flash. Wie gut war die Flash denn bitte geworfen gerade? Ja, gucken wir mal. Das Timing war auf jeden Fall ideal. Rush aber immer noch mit einer fiesen Position. Config auch zweimal erfolgreich Richtung kurz. Shox setzt überleben, dann nimmt nochmal einen raus. Das sollte es aber nicht reichen. 13 zu 11 und das Team von Complexity ist on fire, ladies and gentlemen. Jo, hat auch einen Quadratschädel, der Mann, ey. Ja, einfach mal kurz richtig Anti-Mate sein. So einmal reinstellen in die Smoke. Und mit was für einem Elan sie durch diese Smoke gehen, Bock haben, Kurzzeit zu nehmen und einfach vom A-Spot weggefischt werden. Hatte eigentlich Complexity vor 19 Tagen, hatten sie noch nicht mit Poison gespielt? Der ist doch jetzt erst vor kurzem wieder announced worden, oder nicht? Oh, das habe ich nicht nachgecheckt. Das kann ich in der Pause machen. Das könnte natürlich hier auf jeden Fall nochmal einen kleinen Unterschied auf jeden Fall mit sich führen. 13 zu 11, der Spielstand. Sie sind heiß, sie sind on fire. Um das Ganze auch nochmal für jeden zu erläutern, der vielleicht noch nie Blast geschaut hat. Hat ein Team 5 oder mehr Runden in Folge geholt, dann wird das Logo in Brand gesetzt, weil sie heiß sind, weil sie on fire sind, metaphorisch gesehen. Alter Shox, die Posi. Jo, wie cool, er bleibt da vorne in der Ecke, steht doch einer. Um das Gottes Team-Kill Willen. Dabei. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Eieiei, Misuta, 1-on-4, eben hat er schon 4 Stück geholt, das Ding ist, da muss man aber auch Shox einen kleinen Vorwurf machen, was macht der Kerl denn da? Also, das macht er perfekt, dass er lange in der Ecke stehen bleibt, dann macht er den White Peak und spielt dann wieder sehr passiv, das darf natürlich nicht passieren und dann wäre ich an Saivus Stelle auch sehr verwundert, wenn ich mir denke, ja, warum schießt denn mein Mater eine Dreiviertelstunde nicht? Also intuitiv hätte ich wahrscheinlich auf Shox auch geschossen, weil ich denke, dass das ein Gegner ist. Boah, kriegen wir ein dickes F in den Chat einmal für diesen Teamkill. Also der war glaube ich, gar nicht so gedacht, du. Nee, aber also muss man auch wirklich sagen, also Shox, ich fand's super. Guck mal, dann steppt er wieder rüber, 100.000 Jahre. Ich bin ehrlich, nein, da hat Saivu nichts falsch gemacht, weil er sich denkt, Digga, du baitest rein, dann steppst du rüber und bleibst wieder eine halbe Stunde rechts stehen. Warum? Das wird er genauso gesagt haben. Ich hab ja, aber warum? Das ist wirklich tatsächlich, also da muss ich auch wirklich sagen, das kann man, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Doing? Hei. Greed! What doing? Why team kill purple? Why you push? Why no peak? Ja, so ist es. Ja. Also auch wenn er schon viel Matchmaking gespielt hat. Das haben wir auf jeden Fall jetzt geklärt erstmal. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das 1A recherchiert von uns. Und wir gehen hier in Runde 26, was wieder eine wirklich wichtige Runde auch ist für Team Vitality. Weil Complexity könnte auf 15 kommen. Das Geld sieht auch nicht dick aus hier wirklich bei Team Vitality. Ein Plant würde nochmal ein bisschen helfen. Aber der Punkt dahinter ist, der A-Spot, der soll das Ziel sein über die Mitte und über A. So, zack. Ui, Poison. Da hat er gerade mit dem Lenkrad geaimt. Am Ende schafft das trotzdem noch Zeit rauszuholen. JKS nimmt 2 Stück mit, nimmt 3 Stück mit. Und Freunde, das Team von Complexity. Es ist die Wundertüte in Counter-Strike. Überragend. Auch mal Saivu mit dem Killer. Aber ich glaube, am Ende wird das nicht reichen. Obwohl, der Laufweg ist ganz schön gut bei der Zeit hier. Er wird nochmal auf den B-Spot gehen und wenn er rechtzeitig anfängt zu schleichen, ist das ein Plant. Und das könnte halt eben noch dazu führen, dass man vielleicht eine weitere Runde kaufen kann. Alter, wie er das aber auch macht. Das ist immer das Ding. Du musst halt wirklich sehr bestimmend als Profispieler sein. Oh, guck dir an, wie er schleicht. Das ja, ist perfektes geil. Timing. Er hat einfach wirklich, als wenn es eingezeichnet wäre, wie bei Veteran mit dem Hörradius. Er weiß ganz genau, wie weit er steppen kann und wo sich die Spieler höchstwahrscheinlich befinden. Oh, aber die steppt da raus. Dann gucken wir mal. Also sobald er natürlich ein Duell haben kann, dann hat er das auch. Boah, Junge, Saivu, du bist so ein sexy Mensch, aber Rush ist da und nimmt ihn raus. 15 zu 11. Alter, und das ist wirklich katastrophal jetzt gerade für Team Vitality, denn sie haben wenig Geld, sie haben hier wieder mal kein Plant hinbekommen und damit bedeutet es wirklich mit den minimalsten Geldreserven jetzt zu haushalten und jetzt gar keine Runde mehr abzugeben und sie brauchen in der Zahl wirklich noch 4 weitere Runden.
Yes, yes, yes. Also, das sollte ja eigentlich vom Tisch sein, das Thema. Muss auch sagen, die Terrorseite bisher wirklich, ja, nicht gerade mit der besten Leistung. Eine Runde. Eine Runde. Na, und da sieht man mal, wie schnell sich solche Statistiken ändern können. Und vor allen Dingen wird Complexity höchstwahrscheinlich gut Vorbereitungszeit haben. Jetzt gucken wir erstmal, ob die Knochenregel greift. Ja, was steht da schon mit der Auge? Oh, da kam es toll veraimt. Chox mit der Mac 10 sogar erfolgreich. Config macht ein ganz illegales Ding da einfach durch die Smoke. Und mit dieser Nade ist es auch nochmal so eine Sache. Sehr ja. Schönes Ding. Apex, 1 gegen 3. Erst nimmt er schon mal raus. Flashbang gegen die Wand gezimmert. Und jetzt sucht er natürlich. Sowas ist auch ein Apex in der Lage. Aber der Reflex sollte sitzen. Es ist das 16 zu 11, Ladies and Gentlemen. Also, damit hätte ich echt beim besten Willen nicht gerechnet. Ja, Hut ab. Wirklich sehr, sehr stark gespielt. Auch wenn es damit mein Tipp so ein bisschen abseits jetzt ist. Einfach überragend. Da zeigt man wirklich, was man eigentlich im Team auch für eine Entwicklung machen kann. Innerhalb von 19 Tagen hier das Rematch auf Mirage zu haben und deutlich zu gewinnen.